bisschen Kupfer können wir auch sammeln. Hier ist noch mehr Eisen. Hey, hier gibt es ja eine gute Ausbeute für mich. Sogar noch mehr. Krass. Können wir alles sehr, sehr gut gebrauchen. Ich bräuchte noch mehr Kohle, auf jeden Fall. Da ist noch mehr Eisen oben und hier so eine kleine Höhle. Alter, ich nehme aus Versehen immer die ganze Zeit. Ey! Hört auf, mich zu schlagen! So. Was passiert eigentlich, wenn wir dann neu auf einer neuen Insel kommen? Also, nicht neue Insel, sondern, wie soll ich es jetzt sagen, wenn es neu von vorne anfängt, also neue Stadt. Oder neue Umgebung, besser gesagt. Was passiert dann? Sind dann alle, die wir hier kannten, sind dann alle weg, ne? Glaube ich mal. Was ist denn da unten? Kann ich das nicht kaputt machen? Lass mich! Das ist okay! Alter, dieses Eisenschwert macht auch alles kaputt. Ist ja krass. Ich sehe bloß nichts. Aber nicht viel. Ja. Ich glaube, ich gehe mal wieder zurück. Das können wir aber noch looten hier. Gib her! Abbauen, nämlich eher. Looten ist ja, wenn wir was von den Monstern und so uns aneignen, klauen. Ja, hier ist nichts. Ich muss mal zurück. Sonst blicke ich hier nicht mehr durch. Wartet mal. Yep, zurück zu unserem Zuhause. Mal schauen. Ich brauche neue Hammer. Neue Hämmerlinge. Nee, einen neuen Hammer brauche ich. Oder mehrere, eher gesagt. Ein bisschen habe ich ja gesammelt. Wäre cool, wenn wir jetzt das hätten. Eisenhammer. Eisen brauchen wir. Scheiße. Immer Eisen. Aber wir haben jetzt ein bisschen gesammelt. Wir müssen das eigentlich hinbekommen, dass wir mehrere machen können. Gucken wir mal. Moment. Eisenhammer. Zack. Und noch ein. Ich mach mal 3 oder 4. Also so viel ich noch machen kann. Ich muss mal kurz gucken. Ich mach einfach. Ich baue einfach. Egal. Ja, wir können noch einen machen. Super. Mache ich jetzt auch. Bam. Cool. Können wir direkt auch ausrüsten. Moment. Lege ich mal ab, rüste das aus. Ja, super. Das haben wir erledigt. Dann haben wir jetzt Sachen gesammelt. Die packe ich mal auch weg. Also nicht alles. Aber das, was ich jetzt nicht so brauche, zum Beispiel das. Ich schmeiße jetzt erstmal alles hier einfach rein. Weil ich es halt nicht brauche. So, dann trinken wir mal ein bisschen Milch. Macht das überhaupt was? Ja, okay. Ich habe mich gerade gewundert. Ist schön mit den Fenstern. Finde ich cool. So, was wollten wir jetzt machen? Ich wollte eigentlich zu dem anderen. Ich wollte hier hin. Da möchte ich mal hin. Wir haben ja noch genug Zeit. Da können wir noch ein bisschen hier rumeiern. Vielleicht bekomme ich auch Skorpionstachel. Damit können wir dann einen richtig krassen Hammer herstellen. Ey! Da kommt schon der erste Skorpion. Ah, die sind hier ein bisschen stärker. Alter. Die gehen mir richtig auf den Sack, die Viecher. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht, wo dieser Hämmerling war. Mit dem Friedhof. War der überhaupt auf irgendeiner Insel? Haha. Eiskalt hier alle umbringen. Aua. Das tut doch weh. Autsch.
Diese Geister gehen mir richtig auf den Sack. Alter, wie viel? Die lassen aber auch nichts fallen. Scheißviecher. Hm. Ich bin mir echt nicht sicher, wo das war. Ist ja komisch. Ich weiß nicht mehr, wo dieser komische Hämmerling war. Mit dem... Ich sollte ihm ja irgendwie helfen, aber... Daran erinnere ich mich sogar noch, aber ich weiß nicht, wo der ist. Vielleicht ist der hier irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal. Bei meinen geblähten Nüsse... Was? Hervorragende Arbeit, Eliza. Unsere Stadt wird immer besser und du mit ihr. Hör mir nun gut zu, mein Mädchen. Ich habe große Neuigkeiten. In der Kantelchronik habe ich eine Beschreibung der größten und mächtigsten Verteidigungsanlagen gefunden, die je erdacht wurden. Es ist der sogenannte Cantlin-Schild, wenn das mal kein majestätischer und ehrfurchtgebietender Name ist. Wenn wir über einen solchen verfügen, können wir unser Zuhause gegen jeden Angriff verteidigen. Ja, ich kann super lesen. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass wir dann den Wiederaufbau Cantlins als vollendet betrachten könnten. Dabei gibt es nur ein Problem. In der Cantlin-Chronik wird beschrieben, wie der Schild aussieht und funktioniert. Leider sind die Angaben dazu, wie er gebaut wird, eher dürftig. Momentan sind wir einfach nicht imstande, ihn zu fertigen. Doch noch besteht Hoffnung. Ich kann dir nun spärliche Hinweise zu seiner Herstellung geben, aber bestimmt werden sie deinen kreativen Kopf zu einem Geniestreich inspirieren. Was labert der da? Ich weiß, dass du eines Tages das Geheimnis lüften wirst, wie der Cantlin-Schild gebaut werden kann. Toll. Hm. Denken wir mal nach. Wir kriegen Stahlbarren. 3 Stück. Sehr großzügig. Ein Kampf steht bevor. Okay. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht bereit dafür. Ich bin so nett und mach das mal hier auch, ne? Haha. Ich verstärke mal noch die, Verteidigung. Die wollen ja echt von allen Seiten angreifen. Kann das sein? Das haben sie ja wohl nicht alle. Die sind aber echt cool, diese Stachelfallen. Die fallen mir richtig. Die haben schon was. So, jetzt habe ich hier alles gemacht. Jetzt habe ich nichts mehr. Hier ist ja die Tür. Ich laufe gerade vorbei, obwohl ich hier eine Tür gebaut habe. Was soll's? Was soll's? Hm. Mich lässt es einfach nicht in Ruhe, dass hier irgendwo... Irgendwo ist hier ein Hämmerling. Irgendwo. Und ich weiß nicht wo. Das stört mich ein bisschen. Ich will den schon... Hallo sagen. Hm. Aber es hat jetzt keinen Sinn, hier... rumzulaufen, obwohl... Und ich weiß ja halt auch nicht, was der von mir gebraucht hat. Kann man das hier sich angucken? Anleitung? Nein. Gebäude? Verschiedenes? Nö. Charakterinfo? Mhm. Hier steht nichts von Aufgaben oder so. Schade. Schade, schade. Ja, vielleicht machen wir den Angriff einfach jetzt. Hallo. Hallo! Roy? Oh, dieser Junge, dieser Mann, meine ich. Bei meinen schmerzenden Schultern, Eliza. Die Monster bereiten einen weiteren Angriff vor. Wie ich vermutet habe, sehen sie, dass unsere Stadt immer weiter wächst und ihre Versuche, uns aufzuhalten, werden immer verwegener und verzweifelter. Doch wir sind noch nicht bereit, es sind mit ihrem Anführer... Was? Doch wir sind noch nicht bereit, es mit ihrem Anführer aufzunehmen. Wir müssen diese Monster zurückdrängen, um etwas Zeit zu gewinnen. Ja, natürlich. Das schaffen wir doch. Jetzt kommen die Monster, ich bin gespannt. Auf in den Kampf! Besiege die Monster. Von wo kommen sie? Rüblige Ritter erscheinen. Hilfe! Hilfe! Scheiße! Skorpion erscheinen! Hilfe! Warum bin ich eigentlich alleine hier draußen? Kann mir das mal jemand sagen? Wollt ihr rein? Hier. Geh doch nicht da rein, Roy! Oh
Bräuchte vielleicht mal mein Schwert. Roy, nicht sterben! Roy, nicht sterben! Alter, was macht ihr? Leute? Ich kann nicht sterben, was passiert? Konzentrier dich auf mich, genau. Komm mal her, komm her. Konzentrier dich auf mich! Alter. Ist er tot? Alter. WTF. Lol. Ich trage seine Leiche. Stirbt er jetzt? Ist er jetzt tot? Alter, der macht ja alles kaputt. Ey! Mein Gefängnis! Du Wichskopf! Hallo! Hallo, das ist mein... Kannst du mal aufhören, die alles zu kaputt zu machen, du Idiot? Alter! Nicht geil, nicht geil. Komm mal mit. Alter! Alles kaputt. Du blöder Wichser, ey. Du miese kleine Drecksau. Du hast alles kaputt gemacht. Alter! Guckt euch das mal an, hat alles zerstört. Boah, was für ein Mistvieh. Was für eine Verteidigungsanlage. Wir haben nichts hinbekommen. Wir haben nichts hinbekommen. Wir leben wieder. Okay, ich hab voll Angst gehabt, dass sie jetzt tot sind. Ich hätte dir liegen lassen können. Dann wäre jetzt wahrscheinlich der ganze Raum nicht jetzt. Das wäre dann wahrscheinlich nicht kaputt. Alter, alles zerstört hier. Boah. Danke dafür, Mistvieh. Guckt euch das mal an. Der hat alles kaputt gemacht. Na super. War ja auch nicht, ja, zeitverschwendend oder so. Okay. Ich fülle das mal wieder auf. Ist ja kacke, wenn es hier so eine Lücke ist. Der ist einfach durchgerusht. Krasse Scheiße. Und hier alles kaputt gemacht. Alles kaputt. Meine Sachen. Das sind doch nur meine Punkte. Eieieiei. Oh Mann, ich bin gerade ein bisschen geschockt, was hier gerade abging. Richtig geschockt. Wir haben einen neuen Teleportal bekommen. Auch nicht schlecht. Es geht noch ein bisschen weiter hier also. Aber ja, die Monster werden immer schlimmer. Ich gebe mir ja keine Mühe hier, ne? Also. Huch, habe ich jetzt hier gerade. Oh, ich habe das gerade weggeschmissen. Gleich, gleich. Ich möchte erstmal hier wieder alles aufbauen. Oh Mann. Das war nicht schön. Das war echt nicht schön. Einfach alles zerschrottet hier. Krasse Kacke. Kann man mal sehen, wie mächtig diese Viecher hier sind. Das sieht ja noch geil aus hier. So tot. So ein Totenkopf. Lol. Passt noch voll. Passt richtig geil. Hat er das hier auch zerstört? Naja. Naja, ich muss das hier so provisorisch hinbauen. Der hat hier auch meinen Raum schon zerstört, ey. Ich hätte meinen Raum nicht hier hinbauen sollen. Scheiße. Scheiße. Ich komme da noch ran. Okay, super. Ich will das jetzt nicht hier kaputt machen. Ach, herrje. Wartet mal. Wieder zumachen. So, das haben wir jetzt auch. Müssen wir auch noch wieder reparieren. Das ist auch wieder kaputt. Oh Mann. Einfach unglaublich, ey, was der hier gemacht hat. Der hat das alles zerdeppert. Unsere Verteidigungsanlagen sind scheiße. Ganz einfach, die sind nicht gut. Die sind echt nicht gut. Wir müssen besser bauen. Viel besser. Der hat alles kaputt gemacht, einfach. Als ob es nichts wäre.
Mein Gott. Könnt ihr mal aus meinem Raum jetzt langsam gehen? Das nervt langsam. Huiuiui. Okay, das haben wir jetzt hinbekommen. Halbwegs. Steinverkleidung. Ich muss mal das jetzt hier auch machen. Damit es ein bisschen stabiler ist. Ich habe jetzt hier nur so einen Sandstein und so gemacht. Nicht so cool. Stachelfallen und Barrikaden, die bräuchte ich auch mehr. Also was, dass wir das stützen. Der hat das einfach zerstört. Das ist richtig krass. Bin ein bisschen geschockt gerade, wie der uns überrannt hat. Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor den Kämpfen. Ich sagte ja so, oh ja, das schaffen wir locker. Scheiße ist. Haben wir fast verkackt. Übel. Bisschen hier so die Mauern schützen. Hier auch. Der hat das einfach kaputt gehauen. Macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Hier auch. Einfach meine Badewanne so und alles so zerdeppert. Das ist nicht schön. Ein bisschen schützen hier. Vielleicht müssten wir hier auch drinnen Fallen bauen. Scheiß drauf, oder? Warum nicht? Wenn jetzt hier Monster und so kommen? Warum nicht? Das ist doch krass. Wir müssen uns halt vorbereiten. Und das ist die beste Möglichkeit dagegen. Einfach bei Fallen hinbauen. Nicht nur außen, sondern auch hier innen. Diese Verteidigungsanlage bringt hier eigentlich gar nichts, ne? Irgendwie voll drauf geschissen. Haben sie einfach, hat er einfach über, als ob es nichts gewesen wäre, einfach durch. Durch und fertig. Nicht cool. Müssen wir irgendwie breiter bauen hier. Einfach hier überall irgendwas hinmachen. Scheiß drauf. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht dahin machen, aber naja. Was soll's. Hier, diese Verkleidung will ich machen. Damit es ein bisschen geschützter ist. Einfach furchtbar. Ich sehe gar nichts. Habe ich das jetzt umsonst gebaut? Echt doof gelaufen. Alter, das wollte ich nicht machen. Ich wollte das hier machen. So eine kleine andere Mauer hier, also so ein Weg, dass der nicht sofort oder die sofort hier durchkommen. Und wenn sie durchkommen, dann haben sie erstmal ein paar Stacheln am Arsch. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin echt geschockt, was hier gerade abging. Richtig geschockt. Das war richtig übel. Da werden wir schon wieder angegriffen. Okay. Ich habe versagt. Er ist tot! Aber nicht für immer jetzt, oder? Aber sein Leben geht wieder... wird wieder voll. Oh, diese Viecher nerven aber echt. Ne? Keinen Sinn hier, diesen Weg zu bauen. Kommen wir trotzdem rüber. Das ist echt nervig. Das sollten wir vielleicht irgendwie dicht machen. Sonst haben wir hier öfters Besuch. Muss nicht sein. Ich guck mal kurz, ob ich hier irgendwas habe.
Hier ist eine Tür. Ich baue mal hier so eine Tür hin. So eine Doppeltür. Und mache das hier ein bisschen sicherer. Huch. Muss ja nicht sein, dass sie hier laufend überall durchkommen. Die kommen ja richtig einfach in unser Dorf, also unsere Siedlung rein. Kannst du mal runtergehen? Ich baue hier gerade. Das hat eigentlich keinen Sinn hier, was ich gerade mache. Das hier hat mehr Sinn. So. Ist dann halt so ein Doppeldingsbums. Cool wäre es, wenn ich das jetzt noch hier... Diese Burgdinger gehen gar nicht. Scheiße. Das sieht so scheiße aus. Einfach alles schützen. Ich hab langsam Angst hier. Ich hab ja echt langsam Angst. Herrje, herrje. Noch ein paar Fackeln, damit ich was sehe. Da wollte ich die nicht hinmachen. Ich wollte die hier hinmachen. Aber hey, wir können jetzt in einen neuen Ort reisen. Das finde ich cool. Ich möchte den Teleporter am besten hier reinbauen, oder? Wenn es passt. Gucken wir mal kurz. Ich muss nämlich gleich sowieso einen Cut machen. Grünes Teleportal. Ich gucke mal, ob das hier passt. Ja, das passt noch. Sehr schön. Dann mache ich das hier als Teleportalraum. Juhu! Ich krieg bloß keine Punkte dafür, das ist doof. Lol, wie die alle kommen. Lol! Wie bescheuert ihr seid. Ja. Na gut, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und bis dann.